Einfach noch mal zur Klarstellung. Wir haben alle zusammen die Drucksache 170750 bzw. 170749 bekommen. Und in dieser Drucksache heißt es wörtlich, in der gleichen Sitzung, nämlich der vom 6.12.12, hat der Aufsichtsrat der Berliner Wasserbetriebe die Tarifkalkulation für die Kalkulationsperiode 2013-2014 beschlossen. Auch hier bleibt das Preisniveau unverändert auf dem Stand von 2011. Wie definieren Sie denn eine Preissenkung? Wenn Sie hingehen und machen eine Gutschrift, senken Sie nicht die Preise. Und wenn es Ihrer Meinung nach das Gleiche ist, stellt sich natürlich für jeden die Frage, warum senken Sie denn dann nicht die Preise, sondern suchen denn den Weg über diese Gutschrift, weil Sie ganz genau wissen, dass Sie die Preissenkung politisch nicht durchsetzen wollen.